Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 20.06.2022. Damit den ersten Handelstag nach unserer Verfallswoche, die ja deutlich nach unten getrieben wurde. Wir hatten am Donnerstag nochmal hier die Bullen richtig ins Wasser springen sehen. Man sieht, sie schwimmen noch, sind nicht ganz ersoffen, haben ein bisschen das Köpfchen oben gehalten. Das ist aber auch genau das, was wir eigentlich gestern gesagt hatten, also, beziehungsweise was heißt gestern, im Ausblick für den Freitag gesagt haben, dass der wahrscheinlich eher ein bisschen ruhig wird und sich gegebenenfalls durchaus so an die 200 zurückziehen kann, dass man nicht davon ausgehen soll, dass er da jetzt die 13.000 auch dann zum Verfallstermin zwingend hält, weil eben oft das so ist, dass er am Donnerstag vorher schon das entsprechende Niveau erreicht und dann etwas gelöster davon wieder agieren kann. Wir haben ganz anderes Bewegungsverhalten gesehen als an den Abverkaufstagen. Haben wir allerdings auch ein paar Tage vorher immer mal schon gemacht. Erinnert euch an diesen einen Zwischentag, der hier immer drin war. Der wurde auch mit einem Aufwärtsgap eingeläutet, was dann stehen geblieben ist. War ziemlich ruhig, ging eigentlich nur zur Seite. Und dann kam hinten raus eine ordentliche Flatsche, einen Tag später. Hier ist es jetzt ähnlich, das heißt, es ist noch keine Entwarnung. Man kann hier jetzt auch noch nicht von einer Trendumkehr sprechen. Man kann hier noch nicht davon sprechen, dass hier krasse Umkehrsignale sind. Es ist einfach in Kombination mit dem Verfallstag, aber nicht außer Acht zu lassen, dass das, ihr habt es ja eigentlich gehört, ne? In der Analyse für den Freitag hatten wir gesagt, dass der bestimmt hier hoch an die 200 geht, sich hier irgendwie zur Seite schiebt, mehr muss er gar nicht machen, da dann rausgehen und dann am Montag das letzte Stück macht. Und das würde ich jetzt tatsächlich dann auch so ansehen und dann könnt ihr nochmal probieren, vielleicht so eine SKS hier zu bauen, dass er dann den Dienstag auch nochmal nach unten anstartet und dann probiert mal oben rauszulösen. Dann hat er das, was wir hier im Kleinen hatten, nochmal im Großen. Das würde ganz gut passen, das würde dem DAX gut stehen und wäre auch recht üblich in so einer Situation um Verfallstag drumherum als Formation. Bedeutet aber auch, wir brauchen den DAX klar über 13.200 am Montag. Sehen wir den nicht über 13.200, dann kann man sich long wahrscheinlich direkt abschminken. Ja, dann hat man dann nicht großartig drin rumzufuchteln. Ich würde dann auch nicht großartig drin rumfuchteln auf der Long-Seite, wenn er nicht über 200 arbeitet. Wenn er aber über 200 arbeitet, hätte durchaus Potenzial reinzuarbeiten in die 400 und eben auch hier oben, was ist das hier, 510, 550, da ist noch ein Gap hier, ja, 550, da vielleicht reinzuarbeiten, das wäre für den Montag durchaus dann Tagesaufgabe. Ja, erwartet nicht, dass das gleich in der ersten Stunde passiert, erwartet nicht, dass das ohne irgendwelche Rücksetzer passiert, erwartet nicht, dass der dann mal ein bisschen hin und her zuckt, ja, erwartet, dass er ein bisschen herum. Ne, es geht darum, der macht hier keinen Strich nach oben und steht dann innerhalb 10 Uhr bei 5,50. Sondern das wird über den ganzen Tag wahrscheinlich dann andauern. Das heißt, das wird immer mal wieder zurückkommen, immer mal wieder ein bisschen tanzen, reindrehen, rumdrehen, antäuschen, unten kurzes Signal, dann oben rauskontern. Aber wenn der rausarbeitet und ihr seht, dass der auch nach 39, nach 10 Uhr, nach 11 Uhr noch neue Tageshochs reinkriegt, über 13.200, dann sollte man durchaus den Bereich hier anpeilen. Ja, das wäre recht üblich. Das macht er ziemlich häufig so. Sollten wir das nicht sehen, sollten wir sehen, dass der DAX deutliche Probleme hat, vielleicht sogar unter 200 reinkommt, unter 1,50 vielleicht sogar reinkommt, dann hätten wir auf jeden Fall hier bei 12,985 nochmal einen Anlaufpunkt, um das Gap zu schließen. Ja, und dann drunter ist dann wieder, ja, das ist dann Kante offen halt, ne? Da kannst du direkt eine Pulle Alkohol reinkippen hier ins Feuer. Und ich freue mich, dass es noch stärker brennt. Also der geht dann bestimmt noch bis in die 850, 800 runter. Hier dann nochmal aufs untere Band. Das wird dann hier so in dem Bereich liegen zwischen 850, 800. Das wäre ein schöner Anlaufpunkt. Und geht er sogar tiefer, ist auch eine 12,665. Kein Unding, unerreichbar. Und darunter 12,500. Also so richtig raus ist er noch nicht. Aber wenn er sich über der 200 rausgearbeitet kriegt, hätte er schon die Möglichkeit, das Pattern zu vollenden, was wir am Donnerstag für den Freitag ja geplant hatten. Das war geplant, dass wir hochgehen an die 200, dann eher zur Seite und gar nicht so viel machen wegen Verfall und zum Montag den Rest. Ja, und da steckt er komplett drin, hat er perfekt bedient, ja. 1:1 das, was wir haben wollten. Ja, und deswegen würde ich einfach an der 200 ein bisschen meine Tages-, sage ich mal, Markierung setzen. Und alles, was drüber ist, gibt mir eher Erholungsspielraum. Und wenn er drunter und auch unter 1,50 da großartig rumschrubbelt, wäre das für mich nichts. Ja. Würde zum Beispiel auch bedeuten, wenn er hier reinkommt, der eröffnet einen Handel, beispielsweise bei 13.000, tippt aber nur kurz die 12,985 an und ballert dann hoch über die 200, dann würde ich nicht hier den Long drinne suchen wollen. Aber wenn er über 200 geht und er macht dann schön Rücklauf von oben, kommt er auf 200 wieder drüber, das wären dann so die Situationen, wo ich dann sagen würde, okay, könnte ich probieren. Aber hier unten, das ist mir eher nach unten ausgerichtet.
Bedeutet aber nicht, wenn der jetzt hier mit fetten Abwärtsgap reinkommt, keine Ahnung, bei 12.900, die Kryptos waren ja auch ziemlich schwach übers Wochenende, kommt die bei 12.900 irgendwie rein oder was, und dann kommen nur grüne Kerzen, dass man dann sagt, ja, der Martin hat gesagt, da unter 13.200, Short, Short, Short. Das bedeutet natürlich nicht, dass man in die Stärke rein verkaufen soll, ne, sondern wirklich nur, wenn er sich schwach zeigt. Wenn man wirklich sieht, ne, das ist einfach Matsche, was der macht, das ist nur schwach, dann geht es da unten Richtung 850, 800. Und wenn das nicht hält, auch bis 665 und sogar 12.500 ist auch realistisch. Ja, aber so, man hat schon gemerkt am Freitag, da war ein bisschen Druck einfach raus, ne? Verfall ist jetzt durch, da ist einfach Spannung rausgegangen und ich würde das für den Montag auch erwarten. Wir haben ja auch die Amerikaner, die jetzt fehlen, ja, amerikanischer Feiertag. Erwartet nicht, dass der DAX deswegen stehen bleiben muss. Er macht es häufiger, aber aus so einer Situation heraus, die den Moment mal nutzen, wo vielleicht nicht ganz so viele drauf gucken und sich hier ein bisschen rausstehen, würde ihm schon fast ähnlich sehen. Ja, deswegen über 13.200 sehe ich ihn eher ein bisschen aufwärts. Trotz US-Feiertag, ne, wird dann halt ein bisschen mühseliger, wird dann ein bisschen anstrengender, ein bisschen träger alles, aber kann trotzdem die Bewegung, kann er so abspielen. Trotzdem, ja. Gut, von daher machen wir hier zu. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen am Montag und dann hören wir uns morgen wieder fürs Video zum Dienstag. Bis dahin, tschüss.